Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder endlich aus der Garage, wie in den guten alten Zeiten. In dem Video, ich glaube, dieses Video wird gar nicht so lang gehen. Ich möchte euch nur so ein bisschen was zeigen, was sich jetzt getan hat. Ich weiß, ich habe in der letzten Zeit nicht so viele Videos gemacht. Das liegt einfach daran, das Wetter ist beschissen, es ist Winter. Es ist nicht wirklich das Wetter zum Fahren und ja, das Wetter drückt auch ein bisschen auf die Stimmung. Es ist einfach nicht das Wetter, wo man sagt, juhu, heute habe ich Bock rumzufahren oder Video zu machen. Aber ich will euch mal zeigen, was sich geändert hat. Ich habe aber das jetzt nicht extra dokumentiert, weil das war es jetzt nie so wirklich wert. Wir haben, wie ihr sehen könnt, den Unterboden. Das ist endlich da. Ein schwarz-matter Unterboden. Ich wollte den Unterboden schwarz-matt, weil diese Verkleidung und hinten ist ja glänzend. Und der Unterboden sollte doch noch ein kleines bisschen, ja, einen optischen Unterschied machen. Also sollte hier nicht einfach alles gleich aussehen, sondern man sollte schon, der Unterboden, den wollte ich ein bisschen anders haben. Und schwarz-matt ist außerdem robuster, sage ich jetzt mal, wie schwarz-glänzend, weil schwarz-glänzend, ja, ich glaube, das ist ein bisschen empfindlicher, was Kratzer angeht. Und deswegen finde ich sehr, sehr geil. Der kam von... Wie heißt das nochmal von Holland? Ich komme jetzt leider gerade nicht auf den Namen der Seite. Ich werde es euch aber einblenden. Auf jeden Fall dort habe ich den Unterboden bestellt. Diese Teile hier will ich noch austauschen, einfach weil sie nicht mehr so geil sind. Und sie sind teilweise, wie man hier sehen kann, schon echt abgeschreckt, obwohl ich mit dem Roller nie auf die rechte Seite geflogen bin, aber der Vorgänger sehr wahrscheinlich. Man weiß ja, dass die Verkleidung total im Arsch war und da würde ich ganz gerne das hier, das kostet ein paar Euro, würde ich auf jeden Fall gerne austauschen. Da würde ich gerne hier noch schönes Riffelblechchen machen. Dann möchte ich dieses Verkleidungsteil noch austauschen und hier möchte ich ja auch noch was machen. Ich habe ja gesagt, ich lasse den Kühlwasserschlauch ein bisschen länger, weil ich den außen reinführen möchte und das hat genau gepasst. Ich musste noch 3 cm abschneiden und dann war es perfekt. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich, weil es halt ein optisches Ding. Mir gefällt es. Ich finde es gut. Hier ist genug Abstand zum Krümmer. Also ich hoffe nicht, dass mir der die Verkleidung wegschmelzt. Sollte also gut sein. Das hier möchte ich ja eventuell noch komplett entfernen. Also die Fußrasten, den Kunststoff und eventuell, wenn möglich, auch die Aufnahme am Rahmen abflexen. Muss ich aber schauen, ob das vom Rahmenaufbau her möglich ist. Weil ich hätte ganz gerne eigentlich, dass es hier schön clean ist und alles, was hinten dran ist, hier frei. Aber muss ich mal schauen, ob das möglich ist. Diese Kappen haben wir, habe ich jetzt ebenfalls wieder. Die haben ja gefehlt. Somit ist es hier auch schön zu. Sieht sehr geil aus. Das lasse ich auch in dieser Farbe. Das finde ich original sehr, sehr geil. Hier müsst ihr euch jetzt natürlich noch den RS2-Auspuff hindenken, der vorübergehend aber zur Seite liegt. Ihr wisst, ich muss noch zum TÜV. Deswegen liegt er hier. Deswegen haben wir hier den Channel Rekord. Dieses Verkleidungsteil, das ist leider total dreckig. Das ist ebenfalls hier, das ist neu. Es ist ebenfalls in der gleichen Farbe wie die Verkleidung. Passt deswegen sehr, sehr gut. Ich versuche hier, dass man den Unterschied vielleicht ein bisschen sieht. Den Spoiler haben wir ja auch lackiert. Ist auch sehr gut geworden. Der hat auch jetzt die letzten Tage, Wochen durch die Kälte und alles keine Risse geworfen, bis jetzt zumindest. Also war, glaube ich, ganz gut, dass ich den ordentlich grundiert habe. Ne? Also, ja, der Roller ist jetzt halt leider dreckig. Ich will euch aber trotzdem mal die Änderungen zeigen. Hier von der Seite. Ebenfalls diese Kappen haben wir ja drauf. Der Varödeckel soll noch lackiert werden oder pulverbeschichtet. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte den eigentlich ganz gerne wieder schwarz. Eigentlich so, wie er vorher war. Gut, vielleicht schwarz glänzend. Ist halt die Frage, was ist da machbar? Ich würde ihn gerne pulverbeschichten lassen. Die Frage ist, was kostet das? Wie ist der Aufwand? Pipapo. Oder ich lackiere ihn einfach, aber er sollte schon schwarz sein, weil der Luftfilter ja auch schwarz ist. Und wenn der jetzt eine andere Farbe hätte wie der Luftfilter, würde das komisch aussehen. Deswegen, ja, lasse ich den so. Ebenfalls Verkleidungsteile haben wir hier dran. Und ja, hier auch. Viele fragen immer wieder nach dem Kratzer. Ich muss sagen, durch den Unfall
ist jetzt nicht so viel Schaden entstanden. Man sieht es hier ein bisschen. Ich habe es mit Edding übermalt. Der Lack war weg und ich habe halt mit Edding wieder schwarz, die Kratzer schwarz gemalt. Somit sieht man jetzt nicht so viel, ne? Also es ist jetzt, der Schaden ist jetzt nicht so groß, dass ich sagen würde, okay, ich würde den das nochmal lackieren lassen oder ich würde mir eine neue Verkleidung holen. Weiß ich nicht. Aktuell finde ich, ist es noch akzeptabel. Ich habe halt einfach Glück gehabt, dass ich auf der Seite gelandet bin und quasi zur Hälfte unterm Roller lag. Leider habe ich mir durch den Unfall eine Rippe gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ja, das hat einige Wochen echt Schmerzen verursacht. Ich konnte teilweise nicht richtig schlafen, weil ich nicht auf der Seite liegen konnte. Es ist aber inzwischen alles wieder in Ordnung, ne? Hier auch die Bremsscheiben. Ich finde das einfach, das passt alles so gut zusammen. Der Lenker wird später noch gemacht. Da will ich eventuell einen Downhill-Lenker hinmachen, habe ich ja gesagt. Ein bisschen mal schauen. Was mir halt hier Sorgen macht, diese Fläche hier ist dann einfach gerade. Das ist dann alles weg und dann ist diese Fläche hier gerade. Und das ist so ein optisches No-Go. Aber es gibt auch solche Verkleidungsteile irgendwie, die man da drüber machen kann. Da will ich mich aber erstmal auseinandersetzen mit dem Thema Lenker, wenn das Thema TÜV erledigt ist. Ihr wisst ja, der Roller hat 25er Papiere und es ist an der Zeit, das wird das ändern. Der Scheinwerfer hier, da ist die Höhe vom Scheinwerfer, stellt man ja normalerweise hier ein. Aber das ist innen drin abgebrochen. Wenn man jetzt über einen Huppel fährt, dann geht das Licht hoch und runter. Und der Scheinwerfer läuft auch an. Der nicht, aber der läuft an. Man sieht es auch hier, ich bin vorhin gefahren. Der läuft an bis hier. Das heißt, ich bräuchte auch irgendwann noch rechts hier einen anderen Scheinwerfer. Diese Bremshebel habe ich ja andere auch schon da. Die mache ich aber jetzt gerade noch nicht hin, weil keine Ahnung, keine Lust. Ich habe das Gefühl, ich muss den Roller ein bisschen leiser machen. Das heißt, ich werde versuchen, auf den Original-Luftfilter, der ursprünglich dabei war, der sieht zwar kacke aus, aber der dürfte nicht so laut sein wie der angepasste, schnorchellose Speedfire 3 Luftfilter. Ich werde wahrscheinlich den hier hin machen, hier oben zumachen, irgendwie, keine Ahnung. Mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, den werde ich sehr wahrscheinlich hinmachen und dann nochmal Vergaser neu abstimmen, wahrscheinlich vielleicht von 72 auf 60 runterdüsen. 16-17 habe Vergaser haben wir ja und dann mal schauen, ob die Lautstärke noch ein bisschen geringer wird. Nur vorübergehend, wie gesagt, das wird später wieder geändert. Ich mache dann später wieder den Speedfire 3 Luftfilter dran, aber ich will keine Probleme mit dem TÜV haben. Ich will da hinten und die Sache erledigt haben. Ja, das steht an. Dann das Kennzeichen muss ich noch unters Heck machen und ich brauche einen Reflektor am Kennzeichen, also so einen Rückstrahler. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir jetzt im eBay einfach einen Rattenschwanz, einen originalen, besorgt. Den werde ich hinmachen, dann ist das Teil original, dann guckt er gar nicht mal so genau oder irgendwas, dann ist das Ding original. Es muss auch ein Reflektor dran sein. Ich habe mit dem TÜV-Prüfer nochmal telefoniert. Also so ein whatever. Ja, Spiegel reicht links einer. Jetzt haben wir einfach den originalen links. Das sollte passen. Tacho haben wir wieder freigemacht. Später natürlich hier möchte ich unbedingt was machen. Tankdeckel und dieses Verkleidungsteil, das finde ich Katastrophe. Aber ja, gut. Helmfach muss rein. Ich habe das Schloss vom Helmfach hier jetzt hingemacht. Dieser Verschluss hier, da ist an der Mechanik irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ja, das ist ebenfalls ein Problem. Ich werde sehr wahrscheinlich einfach den elektronischen Helmfachöffner hier hin machen, weil ich habe keine Lust, dass ich das Helmfach einbaue und dann kriege ich das nicht mehr auf. Das habe ich jetzt momentan hier. Ich könnte jetzt natürlich auch ein Stück vom Helmfach wegschneiden, dass es dahin passt. Von der Seite einfach ein Stück wegschneiden, hier so in dem Bereich. Dürfte relativ egal sein. Dann wird es auch reingehen. Aber diese Verriegelung hier funktioniert nicht richtig. Die klemmt teilweise. Ja,
Deswegen habe ich auch aktuell noch kein Helmfach drin, weil mir ist es ein bisschen zu riskant, dass ich das nachher nicht mehr rauskriege. Es geht um Folgendes: Ich brauche vom TÜV eine Bestätigung, eine Änderungs-, ein, ja, wie hieß das, ein Änderungsgutachten oder irgendwie sowas hieß das, was ganz einfach bestätigt, dass der Roller jetzt wieder im Originalzustand ist. Wie gesagt, der Tag ist jetzt unterwegs, damit sollte das Thema Kennzeichen und Reflektor in Ordnung sein. Das Blackline-Rücklicht hat, soweit ich weiß, ja ein Genehmigungszeichen unter diesem Verkleidungsteil. Das Genehmigungszeichen findet man hier auf der linken Seite. Das ist sehr klein, wohlgemerkt. Aber man sieht es. Ihr seht es hoffentlich auch. Das hier, da steht es drauf. Somit kann ich das Rücklicht dran lassen. Das Rücklicht ist legal. Die Blinkergläser leider nicht. Die haben das nicht. Ich meine, wir können mal nachschauen, aber ich weiß das ja schon. Die haben das nicht. Und zur Sicherheit werden wir einfach die weißen wieder hinschrauben. Das sind zwei Schräubchen. Und dann haben wir die Blinkergläser wieder getauscht. Das sind bloß die Gläser, nicht die ganzen Blinker, deswegen ist es relativ leicht umzutauschen. Werden wir noch einige Sachen in Angriff nehmen. Ich bin aber jetzt schon mega stolz und ich sag mal so, ich habe an dem Projekt viele Sachen umgesetzt, die ich in der ersten Chatforce schon umsetzen wollte, wo ich mich aber entweder nicht rangetraut habe oder nicht mehr die Zeit dazu hatte. Zum Beispiel Thema Gabeltausch. Für viele wird es natürlich ein Papalapap sein, aber wenn man das noch nie getan hat, ist man sich natürlich nie sicher, soll man sich daran wagen oder nicht. Ich habe es dieses Mal getan und es hat super funktioniert. Neuer Gabelsteuersatz, eine Gabel von einem 2015er Darkside, inklusive die Felgen. Ich habe sogar die Papiere von diesem Fahrzeug, falls ich mal irgendwie Ersatzteile nachbestellen möchte. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, ein Infovideo. Ich denke mal, dieses Video wird doch ein bisschen länger geworden sein. Aber es ist einfach auch mal wichtig, euch mal so ein bisschen den aktuellen Stand zu erklären. Und in erster Linie ist das Neuaufbauprojekt inzwischen in Begleitung natürlich auch mit Motovlogs. Aber ich sehe mich selbst nicht wirklich als Motovlogger, sondern einfach nur als jemand, der auf YouTube seinen Neuaufbau als Videotagebuch dokumentiert. Natürlich habe ich mich auch 2017 versucht, ein bisschen weiterzuentwickeln und die Sache mit dem Motovlogs macht mir Spaß und ich möchte das auch gerne weiterhin machen. Nur, das soll nicht der Hauptfokus auf meinem Kanal sein. Aber man weiß ja nicht, wohin die Dinge führen. Momentan bin ich allerdings eigentlich glücklich damit, so wie es läuft. Nur das Wetter und die Stimmung passt einfach jetzt nicht wirklich dazu, viele Videos zu machen und wirklich jede Woche ein Video rauszuhauen. Deswegen bitte ich euch, das zu entschuldigen und ich möchte jetzt nicht wirklich krampfhaft nach alternativen Content suchen, nur um irgendwie Videos rauszuhauen, um weiterhin Klicks zu generieren und vielleicht ein bisschen Umsatz zu machen. Das weiß ich nicht. Ich mache halt das, was ich immer mache und wenn halt die Stimmung oder das Wetter, wie jetzt in diesem Fall, einfach nicht passt, dann kommen halt gerade so ein bisschen weniger Videos. Das nächste Mal werden wir die Geschwindigkeit überprüfen. Es ist jetzt so, die 45er Drossel ist wieder eingebaut, es sind 8,5 Gramm Gewichte dran und das nächste Mal werden wir die Geschwindigkeit messen. Der Tacho ist frei, das heißt, wir werden die Geschwindigkeit einmal im Tacho sehen und zusätzlich über GPS. Die GoPro hat ja GPS und die GoPro hat nicht so wie die Handys ein GPS, das über Triangulation funktioniert, also übers Handynetz, sondern die GoPro hat so wie die Navis ein GPS, wo über Satellit funktioniert. Das heißt, es ist nochmal eine Ecke genauer und das ist so ziemlich die genaueste Art, wie ich die Geschwindigkeit messen kann als Privatperson, der keinen geeichten Prüfstand hat. Und das werden wir das nächste Mal machen. Wir dürfen 50 km/h nicht überschreiten. Ich habe extra nachgefragt. Es gibt ein paar Prozent Toleranz. Und der TÜV-Prüfer hat gesagt, wenn wir über 50 km/h kommen, dann ist vorbei. Alles bis 50 km/h ist in Ordnung. Und das werden wir das nächste Mal genau prüfen.
Des Weiteren werden wir natürlich später noch den anderen Luftfiller hinbauen. Vielleicht verlieren wir dadurch noch ein, zwei kmh-chen, keine Ahnung. Das war's, ein Video, ein vielleicht etwas längeres Video, aber ich hoffe auch informativ für euch, dass ihr mal seht, wie es bei meinem Tuning-Projekt weitergeht. Und tja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit der GPS-Messung. Bis denn, euer Infinitum. Tschüss.